das Feuer. Es wird kalt in dieser sternklaren Nacht. Die Kälte wäre leichter zu ertragen, wenn wir endlich was zu beißen hätten. Ja. Haben Sie nicht Micha geschickt, um Früchte, Brot und Wein zu kaufen? Ja, ja, ausgerechnet Micha, den Herumtreiber. Er müsste längst zurück sein. Er wird schon zurück. Rückt näher zum Feuer. Ich habe noch ein Schläuchlein Wein. Oh. Wein. Zuhause ist unsere Welt und die großen Träume von Wohlstand und Glück sind fast schon vergessen. Es gibt kein Zurück. Na endlich! Los, her mit dem Futter! Warum kommst du erst jetzt? Ja, warum, Micha? Ja. Zurück! Hört mich erst mal an! Bethlehem ist ein einziges Chaos. Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen. Niemand wollte mir auch nur eine Feige verkaufen. Alles für die Fremden, die bezahlen mehr. Ja, ja, das kann ich mir denken. Und das alles wegen dieser Volkszählung. Selbst bei meinen Verwandten habe ich nichts bekommen. Jedes Haus beherbergt irgendwelche Gäste. Ja, und was hast du dann in deinen Taschen, wenn du nichts bekommen hast? Ja, du hast es gestohlen. Habe ich recht? Ja, was sollte ich denn machen? Ihr hättet mich geprügelt, wäre ich mit leeren Taschen gekommen. Ja, ja, wo er recht hat, hat er recht. Und was ist mit dem Wein? Wein? Ha! Ausgelacht hat mich der Herbergswirt. Sein edles Tröpfchen müsse er aufbewahren für die hochwohlgeborenen Gäste, die ihm angekündigt worden sind. Hochwohlgeborene? Ja, ja, kluge Männer, Magier oder Sterndeuter. Von weit her aus dem Morgenland sollen sie kommen. Ich war noch nie im Morgenland. So weit? Aber der Wirt hat nicht nur mich abgewiesen. Da war ein Mann mit seiner jungen Frau. Sie lächelte mich an. Und ihre Augen waren... Was? Was war mit ihren Augen, Micha? Sie leuchteten. Nein, sie strahlten, obwohl sie zu Tode erschöpft war von der langen Reise. Denn sie war hochschwanger. Was? Hochschwanger? Und der Wirt hat sie weggeschickt. Muss sie ihr Kind nun auf der Straße bekommen? Nein, er hat ihnen seinen Viehstall angeboten. Und ein paar betrunkene römische Soldaten konnten sich vor Lachen nicht mehr beruhigen. Die Römer. Daher kommt unser ganzes Elend. Das sind wirklich immer die Römer. Steht auf zu großen Taten. Steht
sie aus dem Land. Sie führen sich wie Götter auf und haben's nicht erkannt, dass wir die Auserwählten sind und Gottes Volk genannt. Dass wir die Auserwählten sind und Gottes Volk genannt. Doch muss unser Volk durch Knechtschaft und durch Leid. Wann kommt der Retter Israels? Es wäre an der Zeit. Vielleicht kommt dieser Retter nie, der uns von Rom befreit. Vielleicht kommt dieser Retter nie, der uns von Rom befreit. Auf die Barrikaden. Was wollen wir gegen die Römer ausrichten? Bisher wurde jeder Aufstand zerschlagen. Das wisst ihr doch genau. Du bist ja sowieso zu feige. Er ist nicht feige. Er gebraucht seinen Verstand. Aha, Verstand, Verstand. Schön und gut. Aber das nützt uns auch nichts. Schlecht geht's uns so oder so. Ich sag euch was. Die Volkszählung ist nur deswegen, dass den römischen Kaiser ja kein Steuerzahler durch die Lappen geht. Ja. Alles wegen der Römer. Hört auf zu jammern. Habt ihr das Prophetenwort von dem versprochenen Messias vergessen? Ja, hört euch das an. Ausgerechnet der kleine Futterdieb will uns eine Predigt halten. Messias. Daran glaube ich schon lange nicht mehr. Der Messias ist unsere letzte Hoffnung. Schluss jetzt. Geht schlafen. Der morgige Tag wird nicht leichter sein als alle anderen. Übrigens, auch ich glaube an den versprochenen Messias. Und du, Micha, hältst die erste Wache. Immer ich. Naja, was soll's. Noch nicht mal der Wind. Keiner der anderen hält mit mir die Wacht, weil sie so müde sind. Mir ist kalt in dieser Nacht, auch das Feuer wärmt mich nicht. Und der Morgen ist noch weit, doch ich sehe ein helles Licht. Das hab ich noch nie. Ich bitt euch, erwacht. Mir ist kalt in dieser Nacht. Auch das Feuer wärmt mich nicht. Und der Morgen ist noch weit. Doch ich sehe ein helles Licht. Das hab ich noch nie gesehen. Und ich kann es nicht verstehen. Schlafen, was ist bloß geschehen? Ist es ein Traum oder nicht? Können wir glauben, was wir heute sehen? Kommt aus dem Himmel ein Licht? Uns ist kalt.
das Feuer wärmt uns nicht und der Morgen ist noch weit. Doch wir sehen ein helles Licht, das haben wir noch nie gesehen. Und wir können's nicht verstehen. Werdet ihr das Kind finden? Es liegt in einer Futterkrippe. War es denn Wirklichkeit? War es ein Traum? Haben wir Engel gesehen? War es denn Wirklichkeit? War es ein Traum? Ist heute ein Wunder geschehen? Das kann man doch nicht glauben, ein Kind in einem Stall. Soll unsere Welt verändern, das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Ein Retter und Befreier muss reich und mächtig sein. Für die Geburt des Heilands ist Bethlehem zu klein. Ist Bethlehem zu klein?
es war Wirklichkeit, es war kein Traum. Wir haben Engel gesehen. Ja, es war Wirklichkeit, es war kein Traum. Heute ist ein Wunder geschehen. Heute ist ein Wunder geschehen. Begreift ihr denn nicht? Die junge Frau und ihr Mann, die der Wirt nicht beherbergen wollte. Ich hab's euch doch erzählt. Du meinst, diese Leute könnten die Eltern des Kindes sein, von dem die Engel erzählt haben? Ja, das meine ich. Wenn das stimmt, dann könnten wir heute den Messias sehen. Ja, also worauf warten wir noch? Los, gehen wir. Wir gehen nicht, ohne den armen Leuten etwas mitzubringen. Nehmt ein Mutterschaf mit seinem Lamm. Und nun zünde die Fackel an und leuchte uns, Micha. Seht nur, das Helle, dort am Himmel. Sind das immer noch die Engel? Ich sehe es auch. Es sieht eher aus wie ein Himmelskörper. Seltsam. Der ist mir ja noch nie aufgefallen. Vielleicht ist ein neuer Stern aufgegangen, um die Geburt des Heilands anzuzeigen. Kommt, lasst uns endlich gehen. Und die Schafe? Lass nur. In solch einer Nacht wird ihnen nichts passieren. Uns keine Zeit verlieren. Ja. Merkwürdig. Da kommen Leute. Was, wo? Wir sind scheinbar nicht die Einzigen, die sich für die beiden in unserem Stall interessieren. Dann heißt es aufpassen. Es treibt sich allerhand Gesindel herum heute Nacht. Hey, Wirt, bereust du schon, dass du den armen Leuten deinen Stall angeboten hast? Oder treibt dich gar dein Gewissen hierher? Sieh an, der kleine Hirt. Vielleicht treibt auch dich dein Gewissen hierher, weil du mir das gestohlene Brot zurückgeben möchtest, was? Brot? Wie kommst du darauf? Ach komm, ich habe dich dabei beobachtet, Bürschlein. Und hätte ich mehr Zeit gehabt, dann... Lass ihn laufen.
Und erinnere dich, warum wir hier sind. Ja. Und? Was ist mit euch? Warum seid ihr nicht draußen bei euren Schafen? Ja. Wir wollten ja... Finden wir auch hier keine Ruhe? Meine Frau, unser Kind, ihr stört ihren wohlverdienten Schlaf. Liebe Leute, wir sind gekommen, um etwas gut zu machen. Josef, mach dir keine Sorgen. Das Kind ist sowieso wach. Na dann, so kommt herein. Sieh nur, Lieber. Verzeiht mir, ihr Fremden, es tut mir so leid. Ich konnte nicht helfen, mir fehlte die Zeit. Mein Mann hatte auch ans Geschäft nur gedacht und schickte euch fort in die finstere Nacht. Und jetzt seid ihr hier bei Esel und Rind mit eurem neugeborenen Kind. Ich konnte nicht schlafen, mein Herz war so schwer. Ich dachte an euch und es trieb mich hierher. Wir haben für euch gutes Essen dabei. Vielleicht wird schon morgen ein Bett für euch frei. Dann nehmt ihr das Kind und kehrt bei uns ein. Ihr werdet unsere Gäste sein. Ja, das wollten wir euch sagen. Mhm. Aber was diese Kerle hier zu suchen haben, das würde mich doch sehr interessieren. Vorsicht! Ja, mich auch. Ja, es ist nicht normal, dass wir mitten in der Nacht unsere Herde im Stich lassen, um schlafende Menschen zu stören. Aber was wir erlebt haben... Mach's nicht so spannend, Alter, und komm zur Sache. Also, wir haben... Engel gesehen. Ja, ja, Gottes Boten. Gottesboten. Gottesboten. Was soll das Geschwätz? Ich werde euch jetzt Beine machen. Ich hielt Nachtwache. Und auf einmal kam aus dem Himmel ein Lichtschein, wurde immer größer und heller. Zuerst hatte ich große Angst und rief laut nach den anderen. Aber dann... Ja. Dann sahen wir es auch, das Licht, und wir hörten Melodien. Es war so, als würden die Sterne singen. Genau. Ja, und plötzlich stand ein Engel unmittelbar bei uns. Erschreckt nicht, sagte er. Ich bringe euch eine überwältigende Freude, die für alle Welt bestimmt ist. Heute ist in Bethlehem der versprochene Retter geboren worden. Bethlehem. Christus, der Herr. Das ja. ist der Messias. Und dann hat er noch gesagt, dass wir ihn in einem Stall finden würden. In einer Futterkrippe. Und weil Micha doch gesehen ja, hat, dass ihr... lass gut sein. Auf einmal waren unzählige Engel dazugekommen und sangen, Ehre sei Gott im Himmel und Friede auf Erden unter den Menschen, die Gott liebt. Wir waren erstarrt. So gewaltig war das. Ja, genau, so war's. Und jetzt wisst ihr, warum wir hier sind. Und ich dachte immer, der Befreier Israels müsste ein König sein und in einem prächtigen Haus wohnen. Ja, das dachte ich eigentlich auch. Oh, schaut. Er hat mich angelächelt. Schau nur. Du rührst uns an, du kleines Kind, und machst uns harte Kerle weich. Du liegst auf Stroh in einem Stall, doch du verdienst ein Königreich. Doch du verdienst ein Königreich. Du liebst uns Freude, das Licht.
was dir dein Los erleichtern kann. Wir sind gering, genau wie du. Nimm unsere tiefe Liebe an. Nimm unsere tiefe Liebe an. Du gibst uns Freude. Wissen wir, sie sind doch da. Du gibst uns Freude, du bist das Licht, das unsere Herzen erhält. Du bist der Tröster, du bist das Heil, du bist die Hoffnung der Welt. Du gibst uns Freude. Dieses Kind soll der Messias sein? In meinem Stall? Was ist das für eine sonderbare Nacht? Ja, was für eine Nacht! Das alles kann ich nicht für mich behalten. Ich will unsere Kinder holen, unsere Verwandten und Freunde, damit auch sie das Wunder sehen. Auch wir werden gehen und allen, die uns begegnen, erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Wir werden es erzählen. Wartet, wartet. Ich möchte nicht gehen, ehe ich... Also, ich habe das Gefühl, dass in meinem Herzen heute etwas Neues begonnen hat. Höre, Wirt. Ja. Das Brot, das ich dir gestohlen habe... Das haben wir schon gegessen. Ich kann es nicht mehr zurückgeben. Nimm dafür dieses Fell. Es ist das Wertvollste, was ich habe. Und verzeih mir. Ach, in solch einer Nacht, wo der Himmel die Erde berührt, wird alles gering, was einem zuvor noch so wichtig erschien. Brot habe ich genug. Und auch das Fell, das brauche ich nicht. Aber wenn du etwas Gutes tun möchtest, dann schenke dieses Fell dem Kind, damit es bequemer liegt. Was ihr heute tut für das Kind, wird es euch am Ende lohnen. Es wird Helfer sein in der Not und in euren Herzen wohnen. In euren Herzen wohnen. Hier, für dein Kind. Ich danke dir für dieses nützliche Geschenk. Auch ich danke dir. Wie ist dein Name? Micha. Micha. Wie der Prophet. Nun, lasst uns gehen. Genau, wir gehen. Friede mit euch. Friede auch Friede mit euch. Kommt, Kinder, aber schön leise. Ja, die einen gehen, die anderen kommen. Mir wäre lieber, man ließe uns jetzt in Ruhe. Schaut nur, was für ein schönes Kind. Ja, schön. Kommt, lass uns singen und tanzen. Ja, und Geschenke abgeben. Ja, Geschenke. Ja,
wir jetzt Freunde sind. Wir geben, was wir haben. Lei, 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 lei. Wir geben, was wir haben. Unser Herz ist auch dabei. Ich schenke dir mein Püppchen hier. Schau her, wie lieb es lacht. Und diese Flöte ist von mir. Ich hab sie selbst gemacht. Zum Spielen sind die Steine hier. Sie sind so weiß wie Schnee. Von mir das Tuch, es hält dich warm, denn Kälte tut so weh. Wir geben, was wir haben. Draußen den Tumult? Ja. Oh. Mir scheint, in dieser Nacht ist an Schlaf nicht mehr zu denken. Ja. Das glaube ich auch. Ich werde mal nach dem Rechten sehen. Ich möchte mit. Komm, wir gehen raus. Wir hier drin. Wirt, komm schnell. Da sind Männer von deinem Haus. Die suchen dich. Mein Lieber, das werden die Hochwohlgeborenen sein. Ja, verzeiht, edle Herren, dass ich euch nicht gebührend empfangen habe. Aber ihr müsst wissen, heute Nacht ereignen sich Dinge. Euer Nachtlager ist bereit. Folgt mir. Nein, 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 nein. Das kann warten. Sag uns, ist hier ein neugeborener König zu finden? Ein König? Ihr sucht... Oh, in der Tat, aber... Melchior, Balthasar, schnell, kommt her. Hier ist das Kind. Seht ihr, dann haben unsere Berechnungen doch gestimmt. Und der Stern hat uns ans Ziel geführt. Ja. Der Stern? Welcher Stern? Da, seht, welch ein Leuchtturm. Was habe ich ja noch nie gesehen. Edle Herren, wir verstehen kaum, wovon ihr redet. Und wir wissen nicht, wer ihr seid. Vergebt uns, ihr guten Leute. Aber über unserer großen Freude haben wir ganz vergessen, uns vorzustellen. Ich bin Kaspar. Mein Name ist Melchior. Und ich heiße Balthasar. Wir kommen aus dem Morgenland, von weit her. Wir sind Gelehrte. Erforschen die Gestirne und berechnen die Bahnen der Himmelskörper. Ja, ja, aber... Wir erforschen nicht nur die Sterne, sondern mit Leidenschaft auch alte Schriften. Dadurch wissen wir viel über euer Volk und haben gelesen, wenn die Planeten Jupiter und Saturn in einer ganz bestimmten Konstellation zueinander stehen, wird der König der Juden geboren. So sind wir gekommen, um ihn anzubeten. Denn wir glauben, dass er der Messias ist, den euer Volk seit langer Zeit erwartet. Ja, der Messias. Der Messias. Leuchte, Weihnachtsstern, leuchte in die Herzen. Leuchte, Weihnachtsstern, in der Dunkelheit. Leuchte, Weihnachtsstern,
Leuchte für den Frieden. Leuchte Weihnachtsstern, leuchte alle Zeit. Ein Kind aus dem Himmel geboren, als Zeichen der Liebe gesandt. Wo Menschen die Botschaft verstehen, da reicht man dem Frieden die Hand. Leuchte Weihnachtsstern, leuchte in die Herzen. Leuchte Weihnachtsstern in der Dunkelheit. Leuchte Weihnachtsstern, leuchte für den Frieden. Aus dem Himmel geboren, vereint alle Menschen der Welt. Es kennt jedes Leid, alle Schmerzen und hat alle Tränen gezählt. Das Kind aus dem Himmel geboren, mit ihm wird uns Leben geschenkt. Gott legt es in unsere Herzen, ein Vater, der alles lenkt. Leuchte Weihnachtsstern, leuchte in die Herzen. Leuchte Weihnachtsstern in der Dunkelheit. Leuchte Weihnachtsstern, leuchte für den Frieden. Leuchte Weihnachtsstern, leuchte alle Zeit. Leuchte Weihnachtsstern, leuchte in die Herzen. Leuchte Weihnachtsstern in der Dunkelheit. Leuchte Weihnachtsstern, leuchte für den Frieden. Leuchte Weihnachtsstern, leuchte alle Zeit. Wir haben den Stern entdeckt und das Kind gefunden, dessen Geburt er angekündigt hat. Wir sind reich beschenkt. So ist es. Deshalb wollen auch wir etwas schenken. Etwas schenken? Gold. Gold. Weihrauch. Gold. Myrrhe. Myrrhe. Das ist ja eine richtige Nacht der Geschenke. Ja, die Nacht deshalb der Geschenke. Deshalb sollt auch ihr nicht leer ausgehen. Hier, dieser Korb ist gefüllt mit allerlei Leckereien und schönen Dingen aus unserer Heimat. Oh mein Gott! So! Oh, oh, mein Augen mit meinem Gold! Und oh, wie schön! Oh, der Kreisschmerz! Das alles so gut! Oh, schön! Ein Stück, wir haben mal geschlafen!